Moin moin ihr Lieben, heute ist der allererste Tag von meinem ersten Vlog auf diesem Kanal. Ich habe heute mal wieder einen Praktikumstag bei der Frau Falken, habe ich ja schon mal erzählt, dass ich gerade im Landtag in Dresden ein Praktikum mache und ich dachte, ich nehme euch heute mal mit und begleite euch mal so ein bisschen auf meinem Weg heute durch den Tag. Es ist 7:30 Uhr morgens, ich bin noch ein bisschen durch den Wind, wie ihr seht, war auch gerade duschen, deswegen sind die Haare noch etwas komisch. Und jetzt gibt's erstmal was Leckeres zu frühstücken. Jetzt gibt's erstmal lecker Frühstück. Müsli mit Himbeeren, Pfirsich, Dinkelmilch, Leinsamen und ein paar sehr, sehr geilen Haferflocken. Cheers! So, ich habe mich ein bisschen am Handy festgehangen beim Essen. Jetzt habe ich eine leichte Verspätung, aber genau, bin jetzt auf dem Weg zum Treffpunkt. Ich glaube, das war deutlich. Sie waren sich aber nicht schlafen. So, jetzt bin ich hier im Landtag angekommen. Man sieht es vielleicht hier hinter mir. Sächsischer Landtag, schickes Gebäude. Ja, es war mal wieder eine sehr spannende Fahrt mit der Frau Falken. Ich finde es immer wieder interessant, mal so den Arbeitsalltag von einer Abgeordneten so wirklich mal hautnah miterleben zu dürfen. Da kommen immer mal Anrufe von Leuten von der Gewerkschaft, von Leuten, die also persönliche oder halt Probleme haben, die den bildungspolitischen Bereich betreffen und da Anfragen stellen, ob da nicht mal ein Antrag gestellt werden kann im Parlament und so weiter. Und ja, auch einfach so super viele Gespräche, was gerade abgeht in der Partei. Heute ist zum Beispiel hier im Sächsischen Landtag die Fraktionssitzung der Linken, nochmal vorbereitend für die Parlamentssitzung morgen und übermorgen, wo dann einmal im Monat sozusagen alle Parteien zusammenkommen. Ich gehe jetzt hier erstmal in den Landtag rein, hole mir einen Besucherausweis und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir im Landtagsgebäude. Ich habe hier meinen Besucherausweis bekommen, mit dem ich in den meisten Türen reinkomme. Und wir haben jetzt mittlerweile schon mal die Post von der Frau Falken geholt. Ein ziemlich fetter Stapel auf jeden Fall. Den darf ich nachher mal durcharbeiten. Und wir haben hier die Tagesordnung für die Parlamentssitzung morgen und übermorgen schon bekommen. Genau, da werde ich nachher auch mal ein bisschen reinlesen. Und ja, jetzt geht's gleich los mit der Fraktionssitzung. Bin schon mal gespannt. Ich bin jetzt hier in der Ebene der Fraktion der Linken hier im Landtag. Und genau, hier oben ist gleich die Fraktionssitzung. Da gehen wir gleich mal hoch. Da geht's rein. Puh, die Fraktionssitzung ist jetzt durch. Es wurden sehr viele Anträge besprochen. Eigentlich wurde der komplette Ablauf der Plenarsitzung morgen durchgesprochen, wer welche Redeanteile macht, worüber da gesprochen wird, ob die Fraktion zustimmt oder ablehnt oder sich enthält, wie lange die Redebeiträge sind und Rückfragen geklärt. Und es war eine sehr, sehr eine lange Prozedur. Ich habe jetzt auch gehört, dass die Parlamentssitzung morgen bis 1 Uhr oder so nachts gehen soll und da immer noch Redebeiträge kommen bis um die Uhrzeit und ja, auf jeden Fall bin ich mal gespannt auf den Tag morgen. Ja, und jetzt geht's erstmal Mittagessen, würde ich sagen. Die Fraktionssitzung geht mittlerweile weiter, allerdings ist das Thema nach der Mittagspause Präsentation und Beschlussfassung des Papiers
zum Haushaltsschwerpunkt ÖPNV. Das ist jetzt nicht so mein Lieblingsspezialthema, deswegen nehme ich mir jetzt erstmal die Zeit und arbeite hier für die Frau Falken ihren riesigen Stapel an Papieren durch, den wir vorhin aus dem Postfach geholt haben. So, ich bin jetzt durch mit den ganzen Dokumenten. Das hier ist der Stapel mit Dokumenten, die nicht nötig sind. Und das hier sind im Endeffekt nur die Dokumente, die spannend für Frau Falken sind. Mal abgesehen von dieser großen Anfrage, wo es hier um Schulen in freier Trägerschaft geht. Ich finde das echt krass, das ist so eine Papierverschwendung. Ja, 60% wären eigentlich unnötig gewesen, das auszudrucken. Aber gut, abgesehen von der Papierverschwendung ist natürlich ein riesiger Aufwand für die Frau Falken, das alles noch durchzuarbeiten. Aber ich hoffe, ich habe ihr jetzt mal ein bisschen Arbeit abgenommen. Und ja, jetzt geht's erstmal wieder zurück in die Fraktionssitzung. Dankeschön. Tschüss. Ich bin wieder raus aus der Fraktionssitzung. War irgendwie jetzt nicht mehr so mein Thema. Es ging um das Vergabegesetz für öffentliche Ausschreibungen, was für Kriterien Unternehmen erfüllen müssen, damit sie bei öffentlichen Ausschreibungen sozusagen den Zuschuss bekommen. Klar, das sind auch alles Themen, die besprochen werden müssen und wo es Regelungen für geben muss. Aber manchmal denke ich mir so, als Politiker hätte ich irgendwie bestimmt, weiß nicht, so 80% der Themen würden mich gar nicht so sehr interessieren. Aber vielleicht wächst man da auch rein, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt noch so eine halbe Stunde ungefähr, bis mein Zug kommt. Und in der Zeit werde ich mir noch mal ein bisschen die Dresdner Innenstadt anschauen. Gerade Bahnhof angekommen. Ich habe gerade noch eine Mädel kennengelernt im Zug, die ja auch Wirtschaft studiert und habe mich so ein bisschen mit ihr über Lebensfragen unterhalten. Eigentlich eine ganz spannende Sache zu sehen, wie viele Menschen eigentlich sich erst relativ spät in ihrem Leben anfangen, mit sich selbst zu beschäftigen und sich zu fragen, was will ich eigentlich wirklich und wie soll mein Leben eigentlich aussehen, sich selbst besser zu verstehen und kennenzulernen. Das sollte meiner Meinung nach viel, viel stärker in die Lehrpläne eingebunden werden. Ja, ich bin jetzt erstmal wieder auf dem Weg zurück nach Hause und mal schauen, was gleich so geht. Leute, ich bin komplett fertig. Es ist so warm draußen. Ich war jetzt ein paar Tage im Norden, in Schleswig-Holstein und habe ganz vergessen, wie sich Sommer anfühlen kann. Alter, ich muss erstmal mich kurz ausruhen, bevor ich hier wieder irgendwas machen kann. So, Sport ist getan und ich habe auch geduscht, man sieht es an meinen Haaren. Irgendwie geht es mir jetzt schon ein bisschen besser. Mittlerweile ist auch der Tobi vorbeigekommen. Moin. Ja, haben ein bisschen geschnackt und ja, sind mal wieder zu der spannenden Erkenntnis gekommen, dass solche ja so Initiationsrituale oder auch so generell solche längeren Reisen, wo der Fokus so voll und ganz auf einer Sache ist, eigentlich voll sinnvoll sind, um die Ausrichtung mal wieder zu schärfen und klar zu kriegen, worum es eigentlich so geht im Leben. Ein Freund von mir hat eine ziemlich coole Reise gemacht. Der ist einen Monat durch die Alpen gewandert zu Fuß und hat darüber ein ziemlich geiles Video gemacht. Ich packe das auch mal unten in die Videobeschreibung. Das lohnt sich auf jeden Fall und genau, da haben wir gerade so ein bisschen noch drüber uns ausgetauscht und jetzt gehen wir nochmal raus, denn
Man sieht es. Es ist super geiles Wetter. Zack, Sonne scheint. Da muss man auf jeden Fall mal in den Park gehen. Oh yes. So, Spaziergang ist zu Ende. Mittlerweile ist dunkel draußen. Ich habe mich noch ein bisschen in der Küche mit meinem Mitbewohner verquatscht. Wir haben noch ein bisschen Fußball geschaut und mit Kochen war es dann doch nichts mehr. Ja, ich werde jetzt gleich Abendseite schreiben und mich pennen legen. Der erste Tag mit Vlog in meinem Leben geht vorbei. War auf jeden Fall eine interessante Erfahrung. Ich habe gemerkt, wie es mir echt Spaß macht und ja, wie ich Bock habe, das öfter zu machen. Schreibt auf jeden Fall gerne mal in die Kommentare, wenn euch das Format gefällt und wenn ihr das gerne öfter hättet. Auch wenn ihr Vorschläge habt, was ich noch anders machen kann oder was ihr cool fandet und was nicht so cool. Ich merke auf jeden Fall, wie es herausfordernd ist, zu laufen und zu filmen, ohne dass die Kamera dabei so übelst krass wackelt. Und ja, wie ich manchmal auch mich komisch fühle, in öffentlichen Räumen dann einfach die Kamera rauszuholen und zu filmen. Aber das ist wahrscheinlich auch einfach so eine Mindset-Sache, die sich dann vielleicht auch noch regelt mit der Zeit. Also, ich bin gespannt auf morgen. Morgen geht es dann für 2 Tage zur Plenarsitzung in den Landtag. Mal schauen, ob ich da auch ein bisschen was filme. Und genau, euch erstmal einen schönen Abend noch. Bis bald. Ciao.